Okay, es geht weiter mit Kingdom Hearts. Okay. Ich habe mit den Leuten schon geredet. Ich glaube, ich habe auch schon das Tagebuch vorgelesen. Wenn ich jetzt richtig erinnere. Ja, ich habe das schon. Ja, doch nicht? Warte, da war da irgendwas neu. Da war doch jetzt gerade was. Ich mir die ganze Zeit schlafe, aber schlecht. Aber achso, okay. Okay, jetzt muss ich auf eine Mission mit Shion, ja? Sehen wir mal, was für eine Wendung das einnehmen wird. Heute schicke ich dich mit Shion zusammen. Scheiße. Besiege den gezackten Kriecher. In Wunderland ist ein gezackter Krieger. Also in der Wunderhöhle ist ein gezackter Kriecher aufgetaucht. Finde und besiege ihn gemeinsam mit Shion. Gezackte Krieger sind während ihres Drehangriffs unterwundbar. Du kannst allerdings durch Blocken oder bestimmte Art Magie anhalten. Nimm dich auch vor Stahlrüsttoren in Acht. Ach, ist hier wunderschön. Rutschattacke. Ah, okay. Ist ja wunderschön. Wenn ich das schon lese, freue ich mich ja richtig auf die Mission. Aber es ist hier bald nicht mehr lang. Es dauert halt nicht mehr lange. Was ist los? Nichts. Du siehst blass aus. Musst du gerade reden, Rishion? Du musst gerade reden. Jetzt bitte sie nur ein. Gehen wir. Na gut, okay. Sie ausgerechnet muss fragen, was mit ihm los ist. Wer von den beiden hat dein Schlüsselschwert gegen seinen besten Freund gezeigt? Hä? Wer von den beiden? Sie und sie. Was ist los? Bist du noch topfit? Hä? Ach komm, fickt euch doch. Habt ihr jetzt eine Idee? Oh, komm her auf die ganze. Okay. Digga, du kannst sie in Ruhe angreifen. Mir ist jetzt momentan das egal. Hältst du dich auch irgendwie fest? Oh, fick dich doch ins Knie, Ma. Hallo? Ah, oh, was? Hast du so eine Nö. Ach komm, du Wichs. Geburt. Boah, was mich das jetzt aufregt. Boah, fick dich einfach. Ja, heil dich, du ruhige Buben, so ein Bastard. So, jetzt hab ich meine Ruhe hier. Leck mich einfach. Wie das mich alles jetzt aufregt. Okay. Hab mir schon gedacht, dass die Truhe da hinten ist. Und nein, die kommen nicht da hoch. Wie die Leute, die sich dafür interessieren. So, den gezackten Krieger mache ich. Kann ich machen, aber erstmal die Gegend hier abchecken. Okay, es gibt keine Truhen mehr. Ich lasse die unnötigen Kämpfe hier raus. Es hat keinen Sinn, gegen die zu kämpfen, finde ich jetzt allgemein. Ja, Shion, du kannst in Ruhe weiter. Ey, ich will nämlich jetzt wieder. Schon wieder diese Kacke. High Potion, okay. Ich kann auch da hin. Ich
Die sagt in der Wunderhöhle, okay. Da muss er in der Wunderhöhle sein. Ach, ich weiß auch, wo der ist. Ich kann mich hier wieder erinnern. Ich hole mir jetzt nur die restlichen Truhen hier. Okay, 4 habe ich schon. Racer 5 auch hier. Okay, hier ist nichts mehr. Geht klar, dann gehe ich einfach mal raus. Ach, was wollt ihr jetzt machen? Ist da irgendwie kein Abzeichen gesehen? Okay. Ich weiß noch, dass irgendwo mal hier ein Abzeichen war. Ja, ihr könnt mich angreifen, wenn ihr mich trefft. Okay, dann ist es nicht hier. Geht einfach mal rein. Ich lasse unnötige Kämpfe einfach raus. Auf die habe ich so keine Lust. Gold bekommen. Okay. Aber jetzt kann ich bestimmt auch hoch. Immer noch nicht. Verdammte Scheiße nochmal. Immer noch nicht. Immer weiter auf. Ja, geh rein. Muss ich dich zerstören oder sind die jetzt optional? Hier sehe ich goldene Statuen. So, die Kacke. Was soll die goldene Statue hier sein? Ach so. Achso, die muss ich schlagen. Aber ich habe ja irgendwo da oben noch einen Weg gesehen. Den werde ich doch mal genauer betrachten mal. Kann ich da hin? Okay, dann nicht. Müssen alle runter. Und so. Und so. Und so. Ach, deswegen sollen wir die ganzen Krüge jetzt zerstören. Um Platz zu schaffen. Mir fehlen noch 3 Schatzen, verdammte Scheiße. Ich hoffe, ich kann die alle noch holen. Kabams! 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 So und so. Und mal das noch schlimmer nochmal. Und er sitzt fest. Hallo, gehst mal rauf. Okay, dann öffnet sich das Tor da vorne. Mir fehlen eigentlich nur 2 Schatztruhen. Wieso habe ich aber dann 4? Ich habe dann 4. hier. Wo ist der 4. da? Ach so, um da hochzuspringen zu können, oder wie? Ach so. Wieso, wenn man doch Sportsfreund hat und die Verstärkung, da geht's doch. Okay, gleich kommt der, aber erstmal hier rumgucken.
Adamitit. Und wir haben die letzte Truhe. Oh. Wer das hier sieht, erinnert sich bestimmt an Kingdom Hearts. Ende Gelände. Ich erinnere mich. Was? Das ist ein Schlüsselloch, siehst du? Ist doch okay? Ja. Schau mir in die Augen. Du siehst ihnen so ähnlich. Was? Und da ist ja unser alter Kumpel. Kommst du her? Ich blocken, schafft man das? Verdammte Scheiße! Ihn angreifen oder warum greift sie ihn das jetzt an und wird es nicht verletzt? Ich weiß, dass eine behinderte Attacke. Ja, die hier. Wenn die mich trifft, dann bin ich tot. Gut so, greif an. What the fuck? Wieso kann ich nicht sowas? Wie habe ich das? Das will ich auch wissen. Wo hatte ich diese Kraft? Leute, was war das für ein Special Move? Roxas? Hey, ist alles okay? Ja. Wenn ich in letzter Zeit das Schlüsselschwert benutze, werde ich so schwach. Warum auch immer? Ja, wirklich? Ach, was soll's. Ich bin wohl einfach überarbeitet. Bist du wirklich okay? Ey, das war aber ein richtiger Special Move. Ja, aber sicher doch. Los, Shion. Kehren wir zum Schloss zurück. Ich hoffe, ich musste nicht den Weg jetzt gehen. Oh. Okay, da wird gleich irgendwas passieren dann. Es kann nicht sein, dass es einfach so ist. Doch, es wird nichts mehr passieren. Ich will wissen, warum sie diesen Special Move gemacht hat und ich das nicht kann. Ich will auch solche Special Moves haben, hallo? Ich habe das Recht dazu. Du Roxas. Das war ein heftiger Special Move. Einfach hier raus. Ich kümmere mich nicht um kleine Fische. Nee. Ich habe es nicht nötig. Ich gehe einfach nach Hause. Ich bin wie Cartman. Ihr könnt mich mal alle. Ich gehe jetzt nach Hause. Und so. Ja. Okay, Roxas ist schon weg. Hey, ich mag es, wenn ich den Uhrenturm sehe. Ich freue mich auch immer irgendwie. Mein Kind, der kleine Gautam in mir erweckt. Nicht der kleine Gautam. Bist auch wirklich okay? Ja, kapier doch. Okay, du verwirrst mich. Warum? Seit wann machst du dir Sorgen um mich? Oh, entschuldige bitte vielmals. Fühlt sich einfach komisch an, das ist alles. Sonst mache ich mir immer Sorgen um dich. Kann mich nicht erinnern, dass das schon mal andersrum war.
Nun zu deiner Information, ich mache mir die ganze Zeit Sorgen um dich, Roxas. Ich sehe gerade, dass mein Stadtmikro ein bisschen dreckig ist, muss gleich mal sauber machen. Ich bin froh, dass du wieder du bist, Chion. Axel hätte nicht so hart zu dir sein dürfen. Er wird heute wohl nicht kommen. Möchtest du denn, dass er kommt? Habt ihr beide euch etwa gestritten? Ich kann nicht glauben, dass dieser Idiot dich tatsächlich angreifen würde. Idiot? Roxas, ich werde jetzt hier nicht mit dir sitzen, wenn Axel es nicht getan hätte. Er ist ein bester Freund. Das bist du auch. Wenn wir drei nicht zusammen sind, ist es einfach nicht dasselbe. Der geht irgendwie spazieren oder was? Axel. Brauchst du etwas? Was? Nein, es ist nur... Mit Roxas stimmt etwas nicht. Ich dachte, du wüsstest vielleicht Bescheid. Er sagt, das Schlüsselschwert schwächt ihn auf einmal, wenn er es benutzt. Und ich kämpfe plötzlich genauso wie er. Nein, diesen Special Move konnte er nicht. Nun, du kennst ihn besser als ich. Wie kommst du darauf? Frag dich selbst, was der Grund dafür sein könnte. Ich weiß den, ihr wisst ihn auch, glaube ich, teilweise. Ich bin mir nicht sicher. Du bist dir nicht sicher? Haben sie vergessen, dir gesunden Menschenverstand einzubauen? Oh, das war ein Stichwort. Ach komm jetzt, guck nicht so geschockt. Du wusstest doch, dass du eine Kopie bist. Eine Puppe, deren ursprünglicher Zweck darin bestand, Roxas Kräfte zu duplizieren. Wenn er schwächer wird und du gleichzeitig stärker wirst, tja, dann heißt das, dass du dir etwas mehr leist, als du solltest. Und was soll ich jetzt machen? Schön. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Du bist in meinem Buch keine Puppe. Du bist meine beste Freundin. Meine und Roxas. Alles klar? Gut, dass Axel so denkt. Ja. Einfach mal Replika Rico und dann gibt's noch Replika Shion. Kann ich dich noch etwas fragen? Und das wäre... Ich habe heute einen Jungen gesehen, der genau wie Roxas aussah. Ist er der, für den ich ihn halte? Für wen hältst du ihn denn? Und Sigmar hat alles mitgehört. Okay. Tag 322. Das Programm. Yay! Sora hat einen starken Einfluss auf sie. Zugegeben, sie sollte weder ein eigenes Bewusstsein entwickeln, noch ihr Aussehen verändern. Aber alles in einem zeigt das auch, wie wertvoll sie ist. Als Gefäß ist. Endlich ist es soweit, Sykes. Sind die Geräte bereit? Alle drei werden in wenigen Tagen betriebsbereit sein. Ach, die Geräte. Ach, Mann. Gut. Was willst du mit Roxas anfangen? Beide sind mit Sora verbunden, aber wir brauchen nur einen von ihnen unter unserer Kontrolle. Lass Shion Roxas ganze Kraft nehmen. Oder lass ihn zuerst vernichten. Lass ihn sie zuerst vernichten und alles zurückholen. Das ist mir egal. So oder so werden Soras Kräfte uns gehören. Yay, und wir sehen uns im nächsten Part. Okay, weiter geht's. Unsichtbar, sag's mir jetzt, dass du es gehört hast. Ist schon nicht hübsch, das Gesicht eines Engels. Aber Vorsicht, Mädchen in ihrem Alltag haben viele Gesichter. Anspielung darauf. Bitte, sei vorsichtig, Roxas. Hier, das ist für dich. Elixierrezept. Dankeschön. Und du?
Hey, alles halt zum Beinbruch. Okay. Was hilft dir Glück, wenn du keine Zeit hast, es zu genießen? Mach eine Pause. Oder besser, wie wär's mit einem Spielchen? Die Regeln sind simpel. Du gehst los, sammelst alle Schätze in Mission 82 und kommst zurück. Hab ich das nicht? Oh, du hast sie alle gefunden. Und war das eine nette Pause? Ich hoffe, du bist bereit für das nächste Spiel. Ich habe Sykes gebeten, dir eine spezielle Mission zu geben. Oh, wie ich mich darauf freue, Leute. Wie ich mich darauf hier freue. Naja, okay. Glaube ich mal eins mal und das auch einmal. Hier kann ich noch Schlüsselschwert. Nee, schmieden. Ring der Heilung. Ja, okay, aber. Ich glaube, ich brauche bald ein neues. Neues. Was soll ich sagen? Okay. Einen neuen Ring. Ring des Lebens. Lebensschub. Ach nein, nee, nee. Ich lasse es einfach jetzt mal momentan. Hören wir uns mal die Berichte an. Ich bin so müde, spüre meinen Körper gar nicht mehr richtig. Die Träume werden immer seltsamer. Jetzt wache ich mit Wasser auf den Wangen auf. Das ist ein Tränenrucksack. Keine Ahnung, wo es herkommt. Aber mit mir muss etwas nicht stimmen. Heute war ich mit Shion unterwegs. Ihr geht es viel besser als mir. Wir haben seit langem mal wieder zusammen Eis gegessen. Echt? Hat man nicht gesehen so? Und du? Hier sind deine neuen Missionen. Ach. Und suche Saldin, besiege ja. Okay, suche Saldin. Besiege die glühende Sphäre. Sammle die Organisations-Emblems. Okay, die Kacke zuerst. Die ganz diese Scheißmission als erstes. Wieso ist der hier? Hallo? Du kannst mich mal jetzt. Ich will jetzt alles hier komplett bekommen. Schaffe ich das noch bis dahin? Wo ist der letzte?